Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play für Unclap Revolution zum zweiten Teil. Und wir steigen jetzt auch gleich direkt ein mit einem Multiplayer-Rennen. Ich habe den Gumbot Apollo S und drei Gegner haben den Pajani Zonda. Und wir fahren auf Kolmarn Test Circuit. Ich glaube, das ist eine fiktive Strecke, denke mal. Aber dürfte jeden ACR-Fan bekannt sein. Ist recht schnell und kommt auch wirklich genau auf die Feinheiten der Strecke drauf an. Und ja, da steht der Weiße. Also okay, sind zwei Weiße. Einer der Weißen ist meiner. Ich hätte mir natürlich jetzt auch mal für den Pajani entscheiden können, dann hättet ihr euch das mal mit dem Innenraum angucken können. Aber machen wir den einfach im nächsten Rennen. So, ja, jetzt lädt's und lädt's. Wo es jetzt liegt. Also es geht gleich los. Ja, ich persönlich mag die Strecke zu sehr, denn sie ist recht schnell und hat so ihre Feinheiten, ihre Tücken. Hier sieht man auch mal noch ein paar neue grafische Effekte im Laub, was rumfliegt. Und ja, dann geht es dann auch gleich los. Jetzt nicht so die Herausforderung. Das ist wirklich schade. Normalerweise bin ich versucht, mal hinterher zu fahren, weil ich überhaupt nicht klar komme, aber ich bin irgendwie derjenige, der vorne weggefahren ist. So. Ein bisschen gelevelt bin ich auch schon, weil ich geübt
geübt habe, den Gumbat, wie der sich so fährt, nachher mal überprüft habe, ob das alles funktioniert mit. So. Ich wollte jetzt aber eigentlich keinen Replay gucken, sondern ich will das bloß kurz speichern. Ja, schöne Ladescreens, ja, das hatte ich ja schon im ersten Video gesagt. Ja, werden wir gleich mal gucken, ob wir noch ein Rennen finden. War jetzt ein sehr kurzes Intermezzo. Ja, ihr seht jetzt da unten, meine Leiste ist voll und ich habe fast überall die Premium-Fahrzeuge genommen. Werde auch noch mal ein bisschen umrüsten. So, gucken wir mal. Gerade gar nichts da. Das ist schade. Hm, was machen wir denn? Wir machen ganz einfach. Suchen wir mein Auto aus, mein Premium-Modell, um einfach euch das mit in den Raum zu zeigen. Schön Ami-Schlitten. Oh, jetzt haben wir hier gerade einen Bug, dass ich es nicht weiterziehen kann. Da stellen wir einfach mal ein Event und entscheide ich mich für Brands Hatch. Number of Racers, 3 Runden reicht das mal. Race now. Ja, mal gucken, hoffentlich kommt da welche dazu, aber ich denke mal, es ist auch jetzt bei uns nach 16 Uhr, also die Closed Alpha ist jetzt für alle freigeschaltet, die dazu eingeladen sind. Ich hatte ja schon erzählt im ersten Video, dass unterschieden wurde zwischen Team ACR, Alpha-Mitglieder und normale. Und warum besser? Ich habe es jetzt ja gar nicht eingeschränkt. Weiter. Naja, wird schon. Jetzt vielleicht weiter einschränken sollen, aber er hat ja gesehen, dass ich ein Camaro fahre. Oder ist der Camaro doch gleich fertig? Schlecht zu sagen. Wie es aussieht, wird es bloß ein One-on-One-Rennen. Er hat schon 3 Rennen und 0 gewonnen. Ich habe 1 gefahren und 1 gewonnen. Yeah! I'm the King. Ja, dann fahren wir jetzt zu zweit. Mir auch egal. Ja, ich glaube, das wird jetzt in der Alpha doch leider öfters vorkommen. Obwohl ich vorhin ein Rennen mitmachen wollte und für euch aufnehmen wollte, das war voll. Also es gibt dann anscheinend doch den Fall, dass ein Rennen voll sein könnte. Ja, Brands Hatch, bekannte Strecke. War auch schon im Original drin. Apropos zum ersten Video hin, ich habe 2 Sachen überprüft. Einmal die Sache wegen Reparaturkosten und dem Kontengeld. Also ich hatte in dem Moment knapp $1000 Credits an Reparaturen. Ich hatte knapp 2000 gewonnen. So, das ist jetzt hier die normale Ansicht. Das ist ja ohne alles. Ich schalte gleich weiter. Ich habe das eben jetzt leider nicht ausprobiert, aber der Pagani hat mir in Ansicht. Mensch, da bin ich jetzt halt voll nach außen gerutscht, weil ich euch endlich in Ansicht zeigen würde, dass bei dem Ausstieg. Ja, aber ich sehe, wie bleibt man dann, dass es auf den Premium-Fahrzeugen vorbei ist. Perspektive. Finde ich ein bisschen schade, weil eigentlich mag ich die Perspektive gerade mit dem Lenkrad fahren. Dann hat man irgendwie das beste Gefühl, wie sehr man gerade einlenkt, wenn man es einfach sehen kann. Und es ist auch irgendwie angenehmer. Ja, normal Auto und sehe, dass ich gerade steuere. Am GPN mag ich jetzt die Mutter auf der Perspektive. Ja, das ist schade, ich hätte mir so ein bisschen, würde ich mir wünschen, so ein bisschen wie bei mit Autosports, so ein bisschen Fake Perspektive, vom Top in die Perspektive. Das sieht echt aus dem. Das ist mal bei den Premium-Fahrzeugen echt.
Naja. Gut. Das ist dann eben wieder wahrscheinlich daher geschuldet. Setzen. Die Deckerzeit war irgendwie ein bisschen sehr wieder zu verleiten, Geld zu geben. Der den wieder selbst finanziert. Selber hatte damals oder ACA1 auch bestimmt 30 Euro kostet. Ja, ein Nissan GTR und verschiedene Lackierungen und dies und jenes sogar. Ja, was man sagen muss, was ja noch geplant ist, und schon jetzt rum und statt das geplant ist auch noch Karosserie-Tuning zu machen. Ach, das ist gerne das Weiber. Das war ja schon geplant für ACR1. Das ist dann ja nicht gekommen, genauso über den Nummernschilder und ausgedruckter Schrift ausdrucken, also das ist einzelne Tuning-Sachen. Ja, das Replay werde ich jetzt mal nicht speichern. Das ist nicht weiter schlimm. Ja, das waren jetzt mal zwei Multiplayer-Rennen mit zwei unterschiedlichen Fahrzeugen. Und damit bedanke ich mich auch schon wieder fürs Zuschauen. Freue mich über Likes, Kommentare und sonstiges. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bye bye!